So, die Morgensonne scheint hier rein. Wunderbar. Und hier haben wir sozusagen alles verglast. Ne? Ich werde mir mal, bevor sie da wegspawnen, die Dinger holen. Wie heißt es? Die Ziegel. So, hier haben wir alles durchverglast. Richtig. Hier sind die Fenster alle drin. Sieht jetzt fast so aus wie so ein Portal, ne? So ein Portal bei Hexit. So ein Spiegelportal, immer alles verglast schon, ja. Okay, hier werden wir dann noch durchverglasen. Echt nur noch zwei. Gut, da oben müssen ja auch noch welche hin. Ja, dann bauen wir mal. Wie kommt man von da so runter? Das müssen wir nachher auch unterbinden. So, hier ist also der Eingangsbereich. Da können wir die hintere Wand praktisch damit abschließen lassen. Na, oder? Bauen wir noch ein bisschen weiter. Bis hier hin. Ja, was bauen wir denn hier hin? Das ist natürlich eine gute Frage. Die kann ich jetzt noch gar nicht beantworten. Das kommt auf jeden Fall weg. Kommt irgendwas Künstliches hin dann? Hier könnte man noch den Holzboden hinmachen. Holz habe ich aber genug da, oder? Ja, ja, genau. Ach, da ist ja noch mehr Glas. Okay, dann haben wir auch genug Glas. Man sieht das immer so schlecht hier in dem Texturenpack. Das sieht jetzt so ein bisschen aus wie fast wie Tropenholz. Also man sieht das ja hier, das sieht völlig anders aus. Da unten in der Bedienleiste, na, hier unten da. Das ist jetzt hier in Natur. Also hier sieht es fast aus wie Tropenholz oder was? So ein bisschen rötlich, das kommt natürlich dann von dem Licht. Das wird natürlich dann ganz anders aussehen, wenn wir dann mal wieder ohne Shader spielen. Oder wenn ihr euch das runterladet und ohne Shader spielt. So, das müssen wir wieder hoch. Auf unsere Arbeitsfläche hier ist ja noch das Ding, das können wir jetzt auch mitnehmen. Oh! Hier kommt ja das Dach hin. Da ganz oben brauche ich ja nicht mehr hin. Also hier kam ja kein Fenster hin. Es kam da nur vorne die Fenster hin. Habe ich jetzt noch Stufen? Natürlich nicht. Aber wofür haben wir denn unsere... Oh. Das blendet jetzt aber mal zeitweise hier. Da haben wir unsere Werkbänke für. Jetzt habe ich schon drei inzwischen. Die zwei waren aus dem Hexenhäuschen.
So. So, jetzt kann ich mir natürlich hier ganz alles schön zubauen, weil ich da oben ja gar nicht mehr drauf will dann nachher. Also hier brauche ich noch mal, die habe ich natürlich auch nicht mit, aber die liegen da unten in der Kiste, vermute ich mal. Oder? Nee, auch nicht. Aber die sind in der Kiste und dann mache ich mir da mal so ein paar Stüfchen. Oder? Vier reichen, jawohl. Da habe ich auch vier davon. Kommt mit ihr beiden Gläser. So, und dann werde ich, ja, da muss ich irgendwie da raus dann. Also aufs Dach und dann da weg. Ohne runterzufallen. Aber ich glaube, das geht relativ easy dann. Ach Quatsch. Hier muss ja der Stein hin, das Eichenholz hin. So. Die hätte ich ja gar nicht gebraucht. Das war natürlich wieder falsch gedacht. Oh, jetzt müssen wir aufpassen hier. Einmal sterben reicht. Ach doch, hier müssen wir noch hoch. Richtig. Damit ist das Dach dann geschlossen. Den konnten wir, glaube ich, relativ locker runter. Richtig, genau. Huch. Ey. Naja gut, ist egal. War nicht so tief bei der letzten Aufnahme. Und dann reißen wir das hier alles wieder ab. Ach, da kann man dann von den Häusern sogar drauf gucken. Da muss ich mir das mal da von dem Haus von, wie hieß er doch gleich? Unser kleiner Architekt hier, der mir das Haus da geschickt hat. Da oben muss ich ja nicht mehr hin, oder? Doch, ich muss ja die... Ah. Ich muss ja die... Die Fenster hier noch einsetzen. Wo habe ich sie denn jetzt? Ah, die sind aber auch schwer zu erkennen. Unheimlich schwer. So, 1, 2, 3, 4, zack. Na, dann muss ich mir hier noch mal so eine Balustrade hinbauen, die wir dann wieder abreißen können. Und dann schaue ich mir das mal von unten an gleich. Die Fensterfront, wie das denn dann ausschaut. Nachdem wir uns ja beim letzten Mal, wo wir hier gebaut hatten, ja doch ziemlich... Das sieht schon abenteuerlich aus da hinten. Nachdem wir uns beim letzten Mal ja schon ziemlich dumm angestellt haben. Muss ich mal gucken, wie das dann heute ist. So, hier könnte man auch oben noch Licht machen. Wir haben ja genug Fackeln. Machen wir hier mal alles mit Licht. Ja, was tut man nicht alles für die letzten Holzstücke da? So, hier kommt dann noch Licht hin.
da auch noch. Das kommt alles weg. Dann machen wir hier unten aber trotzdem noch Licht hin. Da, wo wir es ja schon angefangen haben, bauen wir dann hier auch noch Licht hin. So, du kommst noch mit. Sieht ja schon irgendwie gemütlich aus. Ach, hier fehlen noch die Fenster. Ei. Hier fehlen ja noch alle Fenster. Nee, Quatsch. Ah, nur falsch gesetzt. Das ist natürlich Verschwendung von Steuergeldern. So, das muss ja hier hin. Ich bleibe extra mal ein bisschen länger wach, damit 12, das reicht aber ganz genau. Das reicht aber, nee, ist ja genau was übrig, damit man mal die Aussicht hier sieht auf das schöne Rummelsberg und das Erleuchtete. Da sieht man gleich, wo es zu dunkel ist, natürlich bei dem Schäder.